Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In Österreich haben jetzt seit langem wieder mal die Geschäfte offen und ich habe die Gelegenheit genutzt und bin thriften gegangen. Also ich war in einem Secondhand-Store und habe eingekauft, habe das Ganze natürlich auch gefilmt und ich wünsche euch viel Spaß beim Come Thrift with Me und im Anschluss gibt es natürlich einen Try-on-Haul. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist schon etwas dunkel hier. Ich habe beschlossen, dass ich in den Secondhand-Store gehe und was einkaufe und nehme euch dabei mit. Generell gehe ich meistens immer in den gleichen Secondhand-Shop, wenn ich thriften gehe. Und da habe ich diesen schönen Rock mal anprobiert und der hat mir schon ganz gut gefallen. Es ist so ein Wickelrock und dazu diesen gelben Cardigan. Und dann noch eine sehr fancy grüne Bluse mit Tigerstreifen. Ich fand sie gar nicht so schlecht, aber ich habe sie dann im Endeffekt nicht gekauft. Aber ich würde sie gar nicht ganz schlecht finden. Also es war okay. Dann habe ich auch eine Jeans anprobiert, die war mir allerdings zu weit. Also oben hatte sie einen komischen Schnitt und stand so weg. Also es war eher ein älteres Modell anscheinend. Dann habe ich diese Stiefeletten gefunden und die hätten mir auch gut gepasst und ich fand sie auch ganz cool, aber erstens ziehe ich hohe Schuhe nicht so oft an, beziehungsweise gar nicht an, weil ich doch relativ groß bin und das nicht so gern mag. Und sie waren von Primark, also nichts Besonderes. Dann habe ich noch eine ganz spezielle Bluse gefunden, nämlich die hier. Das ist ja zurzeit ziemlich modern, also diese ausgefallenen Kragen. Ja, sie hat mir auch relativ gut gepasst, aber sie war nicht ganz günstig, deshalb habe ich sie dann da gelassen, weil nicht, dass ich sie dann nicht trage. Das wäre schade drum und deshalb habe ich sie dort gelassen. Ich habe dann auch überlegt, ob ich nicht den Kragen dann abschneiden soll, aber nein, ich habe sie dann nicht mitgenommen. Dann habe ich auch noch so einen schönen Vintage-Kurzmantel gesehen. Der war auch richtig schön, hat aber, glaube ich, über 20 Euro gekostet. Ich glaube, fast 30. Das war mir doch dann etwas zu teuer, aber generell fand ich den ganz schön. Also so Vintage-Kleidung findet man sehr oft in Secondhand-Läden. Vor allem, wenn irgendwie ältere Damen ihre Kleidung ausmisten. Das ist immer dann ganz cool. Und auch dieser Cardigan war ganz schön, den habe ich nicht mitgenommen, leider. Also jetzt würde ich ihn gerne haben, aber ist auch nicht so tragisch. Und das war auch ein sehr fancy Oberteil, was ich gefunden habe. Und dieses Orange ist auch ein Vintage-Oberteil gewesen. Irgendwie gab es an diesem Tag sehr viele Vintage-Kleidungsstücke. Also da hat jemand anscheinend richtig aussortiert. Und dann habe ich zu guter Letzt noch originale Doc Martens gefunden. Ich habe hier mein Sackerl mit Dingen, die ich gekauft habe. Da sind nicht nur die Kleidungsstücke drin, die ich beim Thriften gekauft habe, sondern auch ein paar Dinge, die ich während des Lockdowns online gethriftet habe, also auch Secondhand gekauft habe. Und ich zeige euch zuerst mal die Dinge, die ich im Secondhand Store erstanden habe und danach den Rest. Als erstes habe ich mir diesen schönen Wickelrock gekauft. Ich hatte ihn, oder ihr habt ihn schon gesehen beim Come Thrift With Me, also im Store selbst habe ich den lang getragen, weil ich ihn echt schön finde. Also ich glaube, das ist ein Vintage-Rock, zumindest schaut das Tag ein bisschen danach aus. Der ist richtig schön, der ist nicht ganz bodenlang, sondern so ungefähr knöchellang, schätze ich. Und hat oben einen Knopf und dann noch ein Band zum Zubinden. Also ein klassischer Wickelrock. Ist leider aus 100% Polyester, aber das soll nicht weiter schlimm sein. Ich finde ihn einfach sehr schön mit diesen braunen Blumen. Der geht im Winter, im Herbst, im Frühling und im Sommer zu tragen. Also finde ich richtig schön. Vor allem mit Stiefeln ist es sicher auch cool zu kombinieren. Er passt wie angegossen, also es könnte nicht besser sein. Und 7/8, es ist ein 7/8 Rock, okay, ja. Steht sogar drauf. Ja, das ist das erste Teil. Ich habe dafür, ich muss die Rechnung holen, ich weiß nicht, wie viel ich bezahlt habe. Ich habe dafür 7,
8 Euro. Ja, 7 oder 8 Euro steht nämlich nur Damenbekleidung drauf, aber nicht welches Stück das war. Und ja, ein sehr, sehr schöner Wickelrock. Übrigens ist mir jetzt auch vorgekommen, dass die Preise im Secondhand Store teurer geworden sind. Also ich glaube, so langsam checken sie, dass das modern ist und dass man damit mehr Geld machen kann. Weil ich glaube, früher hätte sowas vielleicht 4 Euro gekostet, aber es ist für einen guten Zweck. Also ich war beim Caritas Store wieder und die spenden ja den Großteil und von daher finde ich es nicht so schlimm. Das nächste Ding ist ein, ich glaube, ein neues Teil oder ziemlich sicher ein neues Teil, und zwar ein gelber Cardigan. Den finde ich super schön, also mit so Knöpfen. Sowas habe ich nämlich gar nicht, also einen Cardigan mit Knöpfen. Das ist ja zwischenzeitlich ziemlich modern gewesen oder noch immer, ich weiß es nicht, dass man das trägt und die Knöpfe aber geschlossen lässt und das Ganze dann zum Beispiel in die Hose reinsteckt oder in den Rock. Und den finde ich sehr schön. Das hat so ein Lochstrickmuster vorne und hinten. Und ich habe nachgeschaut, die Marke heißt Monsoon. Die gibt es auch online und ist aus England, glaube ich. Und die sind gar nicht so günstig. Also die sind schon in der mittleren Preisklasse, würde ich sagen. 50% Cotton, also 50% Baumwolle, 43% Nylon, 7% Viskose. Ja. Das nächste Ding ist etwas auffällig. Ich habe mir eigentlich gedacht, es ist aus den 80ern, weil es so aussieht. Es hat nämlich Schulterpolster, hinten so Knöpfe und dann noch eine Schleife zu binden und dann noch in diesem Muster. Und irgendwie riecht es auch nach, vielleicht ist es auch alt, ich muss das kurz googeln. Es steht XYZ-Haus drauf. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht kennt irgendwer die Marke, dann schreibt es mal in die Kommentare. Es hat auf jeden Fall nur chinesische Schriftzeichen drauf. Daher glaube ich eher, dass es einfach irgendwas von Wish oder so ist. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sieht es sehr fancy aus. Und irgendwie hat mich das angelacht und ich musste es mitnehmen. Allerdings sind die Ärmel sehr eng unten. Also ich muss den Knopf aufmachen, weil sonst ist es mir einfach zu eng. Was vielleicht auch ein Indiz ist, dass es aus China oder aus Asien kommt, weil die Dinge da eher klein geschnitten sind. Das hat 7 Euro gekostet. Ja, ist, wenn es jetzt wirklich von irgendeiner Billigmarke ist, ist es teuer. Wenn es Vintage ist, ist es günstig, aber ich glaube, es ist nicht Vintage. Aber es ist egal. Es ist trotzdem sehr schön. Kommen wir zum Highlight vom ganzen Einkauf. Ich habe es euch schon im Store gezeigt. Ich habe Doc Martens gefunden. Doc Martens in meiner Größe. Sie sind original, also sie sind eine halbe Größe, eine halbe Nummer größer, als ich eigentlich trage. Aber sie passen. Ich habe es mit meinen verglichen, mit meinen Doc Martens. Ich habe ja dieselben zu Hause, also ich habe es nicht für mich gekauft. Und sie sehen haargenau gleich aus. Die sind ziemlich sicher original und ich habe dafür 18 Euro bezahlt. Das ist der Traum eines jeden Thrifters, einer jeden Secondhand-Shopperin. Ich wollte eigentlich schon gehen und war dann noch schnell in der Männerabteilung und habe die da einfach stehen sehen und dachte mir, what, warum sind die da? Warum hat die noch keiner gekauft? Glück gehabt, die bekommt jetzt Christian. Ich habe nämlich gedacht, entweder er nimmt sie, wenn sie ihm passen, und er hat meistens so eine halbe Nummer größer als ich bei den Schuhen. Und ja, die sind jetzt für ihn, und wenn er sie nicht trägt, verkaufen wir sie, weil die kann man mindestens um 70 Euro verkaufen. Also eine gute Geldanlage. Falls sie irgendwo Doc Martens findet, die nur 18 Euro kosten, dann kauft sie. Es ist eine Wertanlage, weil die wären nicht weniger wert. Zumindest die letzten Jahre nicht. Es ist stabiler als Gold. Okay, das waren die Dinge, die ich im Caritas Store gekauft habe, also im Caritas Store. Ich habe insgesamt 37,50 Euro bezahlt. Und dann habe ich noch ein paar Dinge in den letzten Monaten auf Willhaben gekauft. Und zwar einmal eine wunderschöne Vintage Jeans Jacke. Ich habe schon ewig lang so eine gesucht. Auf jeden Fall habe ich die einem
einer jungen Frau abgekauft, die sie auch schon Vintage gekauft hat. Und ich habe dafür 20 Euro bezahlt. Und die passt perfekt. Ihr war sie zu groß, mir passt sie genau. Und ich finde sie echt cool. Sie ist in einem super Zustand. Die Farbe gefällt mir voll gut, weil ich wollte eine so mittelblaue haben. Die Waschung ist schön. Es ist alles perfekt. Sie ist unten ein bisschen aufgeraut, was sie aber cool aussieht, finde ich. Und ja, das ist jetzt endlich mal eine sehr, sehr schöne Jeansjacke, die ich hoffentlich lange tragen werde. Das nächste Ding ist ein französisches Barett. Nennen wir es Baskenmütze. Eine französische Baskenmütze bzw. Barett oder wie auch immer man das nennt. In Rot. Ich wollte schon länger so eine haben. Also ich habe schon länger ein Auge auf sowas geworfen und habe das dann auf Willhaben gefunden. Es ist eine gute Marke. Es ist von Seeberger. Die sind original relativ teuer. Und ich habe dafür, ich glaube, 5 Euro bezahlt, aber in einem Set mit noch 2 Schals und finde es wirklich schön und mir gefällt es sehr gut. Es ist sehr besonders. Ich hatte es noch nicht so oft auf, aber ich finde, solche Dinge machen einen Look immer sehr interessant und runden ihn ab. Noch etwas von Willhaben, was ich mir bestellt habe, und zwar eine Ray-Ban Sonnenbrille um 40 Euro. Ich wollte eine rundliche Sonnenbrille haben und habe mir diese gekauft mit einer Verspiegelung. Sie ist leicht abgekratzt vorne, aber für 40 Euro ist es okay. Ich glaube, sie kostet normalerweise neu über 100 Euro. Von dem her sind 40 Euro, glaube ich, ein fairer Preis für das. Und ja, jetzt habe ich eine neue Sonnenbrille. Es sind mittlerweile ein paar Tage vergangen, aber ich war nochmal in einem Thrift Store und dachte mir, ich zeige euch gleich das, was ich dort auch noch gefunden habe. Und zwar war ich wieder in einem Color Store, aber in einem anderen. Und dort waren die Preise deutlich günstiger, komischerweise. Ich habe als erstes mal bei so einem 1 € Regal geschaut, also die haben immer vor der Tür draußen so einen 1 € Ständer, wo lauter Kleidung mit 1 €, mit 1 € drauf sind, die 1 € Kosten drauf sind. Und zwar habe ich da einmal ein ganz basic white Tee gekauft, also ein komplett basic weißes T-Shirt, nichts Besonderes, aber 100% Baumwolle, und ich hatte noch keines, das komplett weiß ist ohne Print. Daher habe ich das mitgenommen um 1 €. Die Marke ist Identic, keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, es ist ein Männershirt eigentlich. 100% Baumwolle, Größe M, in Deutschland. Ne? Kick, okay, es ist ein Kick-T-Shirt. Gut, egal, es ist 100% Baumwolle, es ist ein ganz normales T-Shirt und hat 1 € gekostet. Das nächste ist ein Rock, der mir etwas zu groß ist. Der hat auch 1 € gekostet statt 4,90 €, ist von Orsay eigentlich und hat hier vorne so eine Knopfleiste. Und ich werde den einfach enger nähen und darüber vielleicht sogar ein Video machen, also wieder so ein Basics-Näh-Video. Und dann ist der, glaube ich, richtig schön. Also mir gefällt das sehr gut mit dieser Knopfleiste in der Mitte. Das ist nur so eine Fake-Knopfleiste und ist nicht ganz kurz, aber auch nicht zu lang. Also ich mag das immer gern, wenn Miniröcke ein bisschen länger sind, dass man sich auch normal bücken kann, ohne dass da irgendwas rausschaut. Und den habe ich um 1 € mitgenommen. Das nächste Teil ist ein Oberteil und war auch auf dem 1 € Ständer. Ist ein Vintage-Oberteil. Eigentlich habe ich es nur mitgenommen, damit ich es dann vielleicht weiterverkaufen kann, weil ich da ja um 1 € gedacht habe, dass man das sicher auch weiterverkaufen kann. Aber mir gefällt es. Es hat hinten einen kleinen schwarzen Fleck. Ich weiß nicht, ob der rausgeht. Ich muss es erst waschen. Und vorne so 2 Brusttaschen. Ein bisschen sieht es aus wie so ein Oberteil
so ein Krankenpflegerinnen-Oberteil von früher, also mit diesen beiden Taschen vorn. Also vielleicht ist es auch eins. Die Marke heißt Gazelle. Keine Ahnung. Es ist, hat keine gute Stoffzusammensetzung, also es ist 65% Polyester und 35% Baumwolle. Falls ich es nicht trage, kann ich es immer noch verkaufen, weil Vintage-Kleidung kann man, glaube ich, immer verkaufen. Und das letzte Teil vom Carla Store ist ein originaler Vintage Champions Pulli. Ich wollte mir eigentlich nie einen Champions Pulli kaufen, ich weiß nicht, ich war nie so der Fan davon. Aber ich habe ihn dann angezogen und ich finde ihn echt cool. Die Farbe ist eigentlich absolut nicht meins, aber bei dem Pulli mag ich es irgendwie sehr gern. Der hat nicht 1 Euro gekostet, aber etwas teurer. Und zwar 5,90 €, ja. Aber für 5,90 € ein originaler Champions Pulli finde ich voll in Ordnung. Er hat die Größe X-Large, also ist oversized, finde ich aber cool, kann man auch gut mit einer Leggings kombinieren. Und ich hatte ihn mittlerweile schon sehr oft an, es kann sein, dass schon ein Fleck drauf ist irgendwo. Er gehört mal gewaschen. Als wirklich letztes Teil habe ich noch eine Jacke gekauft, kann ich nicht sagen, denn sie war gratis, also abgeholt, von Willhaben. Und die war bei der Zuverschenken-Abteilung drinnen und ich habe sie mir abgeholt und finde sie ganz cool. Also es ist wieder eine Vintage-Jacke, eine Lederjacke, ich glaube es ist echt Leder, so eine in Rauleder-Optik oder eine Rauleder-Jacke. Die Marke sieht man leider nicht ganz, Lapel oder so irgendwas, made in Italy. Ist nicht im allerbesten Zustand, also sie hat schon ein paar Abnutzungserscheinungen, aber bei Lederjacken finde ich das immer ganz okay und ich finde die ganz cool. Also so eine ähnliche habe ich ja in Schwarz, nur nicht ganz so dick. Und um die haben mich schon alle immer beneidet. Daher dachte ich mir, die ist sicher auch ganz cool zu kombinieren. Und auch innen hat sie so ein richtiges Opa-Muster. Und das kann man definitiv mal gratis mitnehmen. Und ich werde es auch oft tragen, denke ich. Also das ist eine richtig schöne Jacke in einem coolen Style. Und das war das letzte Teil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar oder auch ein Abo. Ich würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!